Die Bundesregierung hebt die Reisewarnung für die Türkei teilweise auf. Das Auswärtige Amt teilte mit, dass die formelle Warnung vor touristischen Reisen in den Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla entfällt. In den genannten Regionen herrsche ein niedriges Infektionsgeschehen von aktuell etwa 5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Generell ist für die Ausreise aus der Türkei nach Deutschland ein negativer Corona-Test erforderlich, für den die Reisenden selbst aufkommen müssen. Der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Norbert Fiebig, nannte die Entscheidung der Nachrichtenagentur AFP zufolge einen Schritt in die richtige Richtung. Er fordert, dass die Bundesregierung zu differenzierten Reisehinweisen zurückkehren müsse.